Ich mache morgen Sport. Das ist los. Und 1, 2, 3, 4. Und jetzt sag ich mal 4 Axtschwinger. Und 1, 2, 3, 4. Und die Axt drehen wir. Drehen, 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 drehen. Und Kniebeuge, Kniebeuge, Kniebeuge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Forest. Hier wieder am Start mit dem lieben Marcel und dem lieben Daniel und Yoshi als Gast. Der gerade eine Runde schwimmen ist. Und, Yoshi, nein! Genau. Bei mir es heute übrigens mit nicht so guter Grafik. Ich habe die ein bisschen Yoshi runtergestellt. Ja? Es gibt doch was, wofür sich das Leben lohnt. Ich tauche doch nur ein bisschen. So. Ja, apropos tauchen. Ich wäre jetzt echt dafür, dass wir diese Basis hier fertig kriegen. Und dass wir dann endlich mal zum Beispiel das Tauchgerät holen können. Ja, dann mal los. Sehr gute Überleitung. Wir haben ja noch Holz da. Noch aus weil wir krass sind. Yeah. Aber sowas wie Hasenfelle für ein Bett haben wir auch nicht, oder? Hasenfell? Nee. Mhm. Nee. Aber wir können. Ich glaube, du musst eine kleinere Treppe machen, sonst reicht das Holz nicht. Also schwimmen noch zwei auf dem Wasser. Reicht das? Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Forest. Haha. Wir sind hier wieder am Start. Ich weiß gar nicht mehr, was wir in den letzten Folgen gemacht haben. Ja, Wir haben hier die Plattform gebaut, die Basis. Ja, wir haben dann ganz spontan die Aufnahmesession abgebrochen, das heißt, Regina ist auch wieder nicht dabei. Ja, ich weiß aber, wo Yoshi hin ist. Der hat gesagt, der will einen Kolben auswechseln oder so, hat irgendwie was Verrücktes irgendwie dann gestammelt und ist dann in den Wald verschwunden. Aha. Vielleicht läuft er uns ja nachher über den Weg und versucht uns zu töten. Oh, ich muss. Vielleicht hat er zu viele Körperteile gegessen. No. Ja, das glaube ich auch. Aber Marcel, wenn wir das Spiel durchgespielt haben, müssen wir übrigens immer noch ausprobieren, was passiert, wenn man zu viele Zombie-Körperteile isst. Oh ja. Und was haltet ihr davon zu schlafen? Ich muss unbedingt was essen und trinken, weil ich sonst bald... Spiel. Ja, ich schlafe erstmal. Aber erstmal schlafen. Jetzt probiere ich erstmal aus. Jetzt werde ich erstmal ausprobieren, was mit zu viel Hunger und Durst passiert. Ha. Marcel ist verhungert. So tricky. Ah, das ist witzig, wenn man komplett keinen... Also komplett voll Hunger und voll Durst ist, dann wird beim Schlafen nicht noch mehr Hunger und Durst dazu kommen. Das ist ja geil. Also lieber erst nach dem Schlafen. Ja, das mache ich auch schon immer. So, wir haben kein Wasser mehr, kann das sein? Ja. Das ist scheiße. Also wir schwimmen noch auf Wasser, aber wir haben keins mehr. Wollen wir das Holzboot mal wieder rüberfahren? Haben wir nicht mehr genug zum Fertigbauen? Oh, wie schade. Nee, wir haben hier gar nichts mehr. Wir haben tatsächlich alles verbaut, wie ich mich richtig erinnere. Ja, dann fahren wir mal das Holzboot drüber. Oder wollen wir vorher hier noch... Nee, wollen wir nicht vorher mit den Sticks da oben noch auf der Plattform bauen? Ja, können wir auch machen, aber kommen wir hier hoch? Da an der Seite, oder? Ich dachte, da wären irgendwann mal Leute hochgekommen. Ich dachte auch, dass ich das gesehen hätte, dass da Leute oben waren. Ja, Yoshi war mal oben und ich auch. Wie kamt ihr denn da hoch? Muss ich kurz gleich probieren. So. Ich habe gerade den Timer, diese Timer an Huawei-Handys, die fangen irgendwie immer an zu ticken und habe ich gerade mal ausgemacht noch. Sollen wir schon mal einen Bauplan setzen für Wände? Ja, wobei ich jetzt die Wände gar nicht so wichtig finde. Wir wollten doch da eigentlich nur noch Sachen draufbauen und dann endlich mal erkunden gehen. Ja, dafür, dass wir die Treppe zu Ende bauen und dann sollten wir schauen, dass wir die Sachen innen bauen, falls wir irgendwann mal noch Wände bauen wollen, weil sonst können wir keine mehr bauen. Ja, aber da können wir Abstand halten. Also ich weiß nicht, ob wir hier wirklich Wände brauchen, weil wer soll denn hierher kommen? Und ja, aber sonst können wir kein Stockwerk drauf bauen. Ach so, müssen da überall Wände sein? Können wir nicht welche einsparen? Also wir können eine Foundation drüber bauen, aber das ist, glaube ich, voll die Holzverschwendung. Naja, ich meinte, da reicht es vielleicht irgendwie, wenn man nur an die Ecken Wände setzt oder so, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich hab das alles noch nie probiert. Wir können es ausprobieren, aber wenn es nicht klappt, sind wir im Arsch. Das ist richtig. Ja.
Aber die Wände würde ich dann doch später machen. Also wir können den Bauplan, wie gesagt, setzen, aber... Wie seid ihr jetzt hier hochgekommen? Ja, nee, das... Mit Crouch-Jumpen geht das. Ah. Aber auch sehr verbuggt. Okay. Nein. Komm, Lassel, lass uns dabei einfach schnell noch Holz holen und die Treppe fertig bauen, bevor wir jetzt hier ewig... Ja, ihr könnt ja schon mal Stickies hier draufschmeißen kurz, dass ihr wenigstens... Ja, wenn wir hochkommen. Ach ja, die Sticks. Wir können sie mal auch einfach da unten hinwerfen irgendwie. Ich glaube besser. Ich baue euch, an die Seite. Ja? Schau mal, ich baue hier an die Seite einfach ein paar Stickholder. Da könnt ihr es einfach da reinpacken. Storage. Dürfen die Hasenställe da schon gebaut werden? Ja, gerne. Okay. Aber ich glaube, dass ihr auf jeden Fall noch Stickholder bauen könnt. Ja, ja. So. Geht das hier so? Ah, wir haben Schildkröten hier auf der Insel, das ist ja genial. Ja. Denkst du, warum hier so viele Schildkröten Wassertanks hier sind? Ich habe jetzt schon. Wie viel sind das? 3, 6. Ich habe jetzt schon 7 Dinger gebraucht. Boah. Ja, ich sehe es. Also, ich schätze mal, die sollten reichen, oder? Ja. Vorerst. Wenn es halt mal regnet. Ja, das ist so nervig. Wenn es halt lange nicht regnet, dann kann auch das noch viel zu wenig sein. Soll noch für irgendwas Sticks besorgen. 3 Sticks wird mir die ganze Zeit angezeigt. Das sieht aus wie irgendwo eine Turtle Shell. Also, könnt ihr mir vorstellen. Vielleicht sind es aber auch irgendwie die Hasenfallen oder so. Hier, drüben auf der Insel stehen. Das kann gut sein, ja. Oder die anderen Traps da hinten. Can't carry more Sticks, willst du mich verarschen? Sind noch Sticks da? Ja. Dann baue ich immer noch ein oder zwei. Ich glaube, das ist jetzt der letzte Holder hier auf dem Schiff. Dann sind wir leer. Ja, das. Ja. War der letzte Holder. Sehr gut. Oh, ich habe noch einen Stick. Nee. Ja, ich baue das kurz fertig dann. Oh. Au. Hallo? So. Oh cool, ich sehe gerade beim Schatten, dass man auch die also sehr verpixelt. Toll. Beim Schatten, dass man auch die Geräte, die man auf dem Rücken trägt, da sieht. Jungs, kann mich einer einladen? Ich bin aus dem Spiel geworfen worden. Oh, ja, ich mach das kurz. Machst du so gut. Hast du bekommen? Ja. Wenn ich auf dich warte, brauche ich dann vielleicht auch noch mal ein paar Turtle Shells. Aufs Boot zumindest. Ah, ne, bist schon da. So. Ja, ansonsten, wenn wir alle Sticks hier abgeladen haben, dann können wir alle zurück, so. Oder? Ja, können wir auch. Ich habe jetzt hier noch einen Haufen Sticks am Start. Wieder. Ja, die haben da oben schon noch Platz. Ja, ich will sie nur direkt reinräumen. Nein. Schade, dass das Spiel so intelligent ist, dass man das E vom Paddel nicht dazu nutzen kann. Genau, das habe ich mir gerade eben auch gedacht. Wenn du das machst von der Seite und E drückst, dann schubst du das Boot weg. Das ist neu. Und warte, ich kann doch irgendwie das Paddel greifen. Oh Mann.
Ja, das mit dem Schubsen finde ich witzig, dass du es jetzt nicht mehr so unfreiwillig hin und her schiebst, sondern dass du echt dagegen mit E drücken musst. Aber hier geht's auch nicht. Sehr, sehr komisch. Strange. Ja. Wollen wir trotzdem los? Ja. Ja, hier los, auf geht's. Bin da. Warte aus. Wollen wir nicht zum Steg zurück? Doch. Dann weiter links, ja genau. Nee, ein bisschen mehr rechts. So, schaffen wir es mit der Vorderseite wieder anzulegen? Ja. Jetzt ja nicht vor. Gut, ich glaube, wir sind da. Ja, es sieht ganz gut aus. Aber wie man hier an diesem Boot nirgendwo durchkommt. Mit Crouch-Jumpen geht alles. Ja, ich wusste das gar nicht, dass man Crouch-Jumpen kann. Das ist eigentlich echt witzig. Kann man, glaube ich, in verschiedenen Spielen. Diese geile Falle, die hier so schräg am Berg steht. Ja. Es ist immer noch keiner reingelaufen. Oh, ich habe jetzt hier voll die Wasserfarbenbäume. Und lauter Büsche, die despawnen, wenn ich durchlaufe. Wasserfarbenbäume? Hast du irgendwie einen Color Grading eingestellt oder so? Ich weiß es nicht, aber die sehen alle so wasserfarbig aus. Wasserfarbig. Und irgendwas stimmt hier nicht, weil ich sehe nämlich gar keine Bäume mehr. Oh. Also ich sehe die, aber die spawnen alle. Ja, das ist dumm. Irgendwas stimmt hier nicht. Also bei mir sind hier um uns rum überhaupt keine Bäume. In das der Nähe. Stehst du gerade von einem Baum? Cool. Also hier ist keiner, aber hier zum Beispiel. Da ist bei mir kein Baum. Wenn ich mal dagegen hau oder so? Ah, jetzt ist er da. Ah, dann hau ich einfach alle Bäume einmal kurz an. Dann siehst du sie. Hau mal Bäume an und ich fäll die. Finde ich gut. Wollten wir nicht eigentlich, wenn wir die Basis drüben haben? Ja, wollten wir. Gaby, ich will nur kurz Holz sammeln, um die Treppe fertig zu bauen und dann können wir loslegen. Ja, dann müssen wir nochmal mit dem ganzen Boot rüberfahren. Ach, ja, wir machen ja das Boot halt diesmal nicht voll. Wenn ich schon wieder so eine Farmfolge machen wie die letzten, ja, gefühlt 100.000 Parts. Ja. Ich würde gerne noch die Falle hier fertig bauen, die braucht 3 Baumstämme. Ich glaube, wir brauchen irgendwie 2 oder 3 Baumstämme für da drüben, oder? Wofür? Für die Treppe? Ja. Ja, wir brauchen also insgesamt 15 Baumstämme, steht bei mir drin. Ja, dann ja. Ja, aber da sind die ganzen. Das sind, warte, 1, 2, 3, 6 Felder. Mal 2 sind 12, allein für die Felder. Ja. Da bleiben noch 3 übrig. Ja, das sind die für die Treppe. Ja, wir machen das Boot jetzt halt nicht voll und. Ja, die Bäume, die jetzt gefällt sind, nehmen wir mit. Ja, die lassen wir einfach, ja genau. Wir haben jetzt schon 6 Bäume auf dem Boot. Ah, dann können wir vielleicht gleich drüben noch die Dinger mit anpflanzen. Das ist vielleicht ganz gut, wenn wir 1 oder 2 Felder noch fertig machen. Damit wir nächstes Mal, wenn wir ankommen, eventuell direkt was essen können. Haben wir schon Berries? Hat jemand von uns schon Berries gegessen? Ja. Nein. Ich nicht. Wieso? Weil man Berries isst, die Seeds kriegt. Ich hab schon welche gegessen. Ich habe bisher noch keine Blaubeeren gesehen, glaube ich. Ich habe auch keine gesehen, aber jetzt sehe ich zum Beispiel auch. Wo sehe ich denn die Seeds? Vielleicht sollten wir nach dieser Folge nochmal ganz kurz neu starten. Unten in der Mitte. Und ich, oh, ich hab 4 Blueberry Bush Seeds. Sehr Ach gut. Cool. Dann kannst du schon mal ein paar Büsche anpflanzen. Ich bin mir leider immer noch nicht sicher, Marcel, weißt du das zufällig? Kriegt man von den Büschen aus den Feldern auch wieder Seeds? Da bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, du kriegst einfach, egal was du an Blueberries aberntest, immer random mal Seeds dazu. Aber da bin ich mir nicht ganz so sicher. Ich hatte nämlich irgendwie eine Zeit lang das Gefühl, dass man von den Büschen im Haus keine kriegt. Was an sich gar nicht mal so unsinnvoll wäre, weil ansonsten könntest du dir so eine komplett fertige Wirtschaft machen. Quasi. Also du müsstest ja, klar. Raus. Du könntest dich da komplett ernähren, vor allem weil die ja auch noch Wasser bringen. Ja. Du könntest dich quasi auf ewig verschanzen. Aber das kannst du theoretisch auf der Insel zum Beispiel da hinten auch. Aber es bringt dir halt nichts, weil du auch nicht vorwärts kommst. Ja, das stimmt auch. Das
ist auf der Insel da hinten, ist es eine unendliche Turtlequelle. Also, ja. Das stimmt, ja. Wie hast du den Baum geschlagen? Da war ein Stickbaum daneben. Ja. Oh, ich hab weiße Berries, aber keine blauen, also im Inventory. Oh, Daniel, Vorsicht, da fällt gleich ein Baum. Macht doch eh keinen Schaden. Doch, ja, dich trifft schon. Also, ich hab. Yoshi hat mich mal mit einem Baum umgefällt. Ja, Yoshi kann auch keine Bäume fällen. Ja, doch. Also, Marcel hat mich mal mit dem Baum platt gemacht. Ja. Verarschen? Wo ist mein Pfeil hingeflogen? Der war abgeprallt und durch die Welt geflogen. Ja, die fliegen manchmal ganz witzig, wenn die abprallen. Bist du gerade mit einem einzelnen Baumstamm runtergegangen? Nee. Komisch. Versuchst du ihn auf die Häschen zu werfen? Mhm. Was? Nein! Ich hol dich! Als ob du den noch kriegst. Oh Mann. Ich dachte, ich hätte hier irgendwo noch eine zweite Hasenfalle aufgebaut. Oh, ich hab schon wieder zu viel. Hab ihn wieder. Ja. Ich hab ihn gefunden. Oh. Schwimmt er auf der Wasseroberfläche? Oder wärst du den wiederbekommen? Ja, der war halt unter Wasser. Ach, unter Wasser. Musst du ja halt hintauchen. Du, Yannick, magst du mal hier durchlaufen? Da? Nee, nicht so. Schade. Aber ich mag kurz den Hasen einsammeln, den ich hier geschossen habe. Wenn ich den Pfeil kriege. Ja, die Hasenfalle war schon wieder ausgelöst und es ist niemand reingelaufen. Also war zumindest schon wieder weg. Die hier, ja, die ist ganz spaßig. Da will ich, glaube ich, nicht rein. Boah, ich hab schon wieder Hunger, was ist denn das? Hat eigentlich schon mal jemand versucht, mit Pfeil und Bogen Vögel zu schießen? Nee, das ja, ist aber eher Waste. Es funktioniert aber, es bringt nichts, weil nur das Fleisch runterfällt und das ist... Witzig. Ja, ja, man will ja die Federn eigentlich. Was? Ich hab grad den Auslöser von der Falle mit dem Pfeil angeschossen und es ist nichts passiert. Ich konnte einfach den Pfeil wieder rausziehen. Vielleicht mit so einem kleinen Stein, der hier irgendwo rumflackt. Vielleicht kann man es so auslösen. Was sagt die Zeit eigentlich? Weiß 16 Minuten, ja. Ja gut, dann müssen wir das dann... Dann kannst du jetzt mal neu starten. Ha! Wohl doch wieder auf Moment. Die nächste Folge verschieben. Hm. Dann treffen wir uns auf dem Boot, oder? Ja. Ja, ich komm runter. Ist gut, dass du dann denkst, wir dürfen nicht mehr so viel überziehen sonst. Ja. Ja. Brauchen wir zu lange. Wir können es uns gerade nicht leisten. Ja. Ja, wenn wir speichern wollen, müssen wir doch rüberfahren und zum Boot. Ja, oder? Wir brauchen ja nicht speichern, oder? Ja, wenn Yannick neu starten möchte. Ach so. Ja, stimmt. Ja, dann fahren wir noch kurz rüber. Ja, dann können wir noch mal kurz die Stämme reinigen. Dann müssen wir doch überziehen. Oh. Jetzt nimmt Yannick mir da den Platz weg. Ich kann auch schnell rübergehen, warte. Passt schon, ich bin schon drüben. Oh, Yannick! Jetzt bin ich ins Wasser gefallen. Moment. Schnell weg vor dem. Nein, 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 Janik. Ich bin schneller. Du bist überrollt. Der schwimmt über mir. Nein. Vollgas. Wellen überspülen wir schon wieder. Was ich ja witzig finde, ist, dass wenn man von der Welle überspült wird, gilt man noch nicht als unter Wasser. Ah, das Boot kommt zu mir zurück, siehst du? Das vermisst mich. Das ist ein Boomerang. Oh, wir sind gerade das Boot aus dem Wasser geschossen. Ja, weil ich einen Stamm daraus genommen habe. Yannick, magst du das Boot wieder weiter vorschieben? Anstatt noch immer weiter weg. Ich wollte eigentlich gerade versuchen draufzusteigen, aber. Ja, jeder weiß, Boote im Wasser kann man nicht bewegen. Oh, ich bin auch da.
Das haben sie ein bisschen verbessert, glaube ich, mit dem neuen Patch. Boah, okay, stopp. Nudeln, Vollgas. Und versucht die Baumstämme nur an Bord vom Boot zu entnehmen. Nee, das scheint inzwischen auch zu funktionieren. Also ich hab's gerade probiert. Oh. Aber gerade eben hat's Daniel voll weggeschoben. Achso. Bin geflogen, ne? Ich hab ein paar Aloe-Seeds. Ne, einen. Toll. Ich hab die, hier sind die Blueberries drauf, da wo ich gerade drauf stehe. Okay. Schon wieder weggeflogen. Oh Mann. Boot mag mich nicht. So, aber jetzt müssen wir tatsächlich enden. Wer sagt Tschüss? Moment. Ich hänge hier noch gerade Animals da dran. Ja, dann knusper ich auch noch kurz ein. Nee, ich bin schon fertig. Wir sind fast bei 20 Minuten. Ja. Ja. Schön. Pünktlich wie immer. 15 Minuten, alles drüber ist Luxus. Gut. Pünktlich wie immer, um 5 Minuten zu spät, beenden wir die Folge und verabschieden uns an dieser wunderschönen Schildkröte. Ja. Deren Überlebenswille uns immer wieder beeindruckt. Jetzt verreck doch! Bis zur nächsten Folge. Ja. Ciao.